Ja, hallo Wander- und Traumschleifen-Fans und herzlich willkommen bei einer neuen Folge mit Adventure Trails. Ja, ich befinde mich heute in Mannebach und möchte mit euch die Mannebach 111 gehen. Das ist eine Traumschleife, die ca. 12 Kilometer lang ist. Und wenn ihr Lust habt auf eine schöne Wanderung, dann kommt mit. Ja, heute bin ich mal zur Abwechslung wieder alleine unterwegs. Eva befindet sich gerade ja, auf einem Ausflug in den Alpen mit einer Freundin. Und ja, ich bin heute hier im Kreis Trier-Saarburg in Mannebach. Und hinten seht ihr den Ort, da ist der Startpunkt. Und hier sind wir gestartet und gehen jetzt ungefähr 12 Kilometer, geht die Tour. Hat so knapp 300 Höhenmeter, die man überwinden muss. Und ja, die ist so abwechslungsreich, ein bisschen ländlich, wie ihr hier seht. Geht dann aber auch direkt hier vorne in den Wald. Und ich bin mal gespannt, wann sie erwartet. Das sind so ca. 60 Erlebnispunkte und ich blende euch hier einfach nochmal die Karte ein, dann könnt ihr auch nochmal so ein bisschen die Übersicht davon sehen. Ja, ihr habt gerade gesehen, hier vorne wurde so eine Blumenwiese von der Gemeinde Mannebach angelegt und die bauen auch direkt mal ein Insektenhotel daneben. Finde ich immer, ist eine schöne Sache, wenn sich ein Ort so ja, engagiert. Einmal natürlich an der Traumschleife so ein paar Highlights anlegt, aber auch für den Naturschutz engagiert. Und ist immer eine sehr, sehr schöne Sache und dafür gibt von mir schon mal einen Daumen nach oben und von euch auch. Ja, ich merke schon, hier wird heute so ein bisschen die Erzähltour, denn ich muss die Gemeinde schon wieder loben. Die haben hier so einen kleinen Naturerlebnispfad direkt hier dran gesetzt. Hier sind so ja, Garten mit Hochbeeten, wo die ganzen ja, Pflanzen erklärt sind. Ein Häuschen, wo Regenwasser aufgefangen wird und den Kindern erklärt wird, wie wichtig es ist, das Regenwasser auch zu Hause für die Natur zu nutzen. Ja, man sieht hier, gibt es überall so Schilder und Infotafeln, einen schönen Spielplatz dabei. Also die Gemeinde hier, die macht wirklich was. Daumen hoch dafür, lasst mal ein paar Kommentare da und ja, kommentiert doch mal, wie ihr so Projekte von der Gemeinde findet. Ja, hier unten sieht man eine Schlucht, die damals im 30-jährigen Krieg genutzt wurde. Und da sieht man eigentlich, käme hier Wasser runter. Ganz unten tropfen noch so vereinzelte Sachen. Ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt. Das ist auch so ein schöner Übersprung. Ich denke, wenn es dann richtig regnet hier, haben wir hier einen schönen kleinen Wasserfall. Leider jetzt im Sommer, wo es so lange so trocken ist, ausgetrocknet. Aber bestimmt interessant, mal im Winter das Ganze zu sehen. Thank you.
Ich habe da gerade so ein paar Eindrücke von so einem kleinen Park gesehen und dann ist so eine kleine Schlaufe, die man hier laufen kann. Ja, ist im Ort Fisch praktisch. Die haben die Einwohner hier so eine kleine Parkanlage angelegt. Die ist recht schön hier auf der Rückseite noch mal zu sehen. Und da macht man praktisch eine kleine Schlaufe. Ist ein bisschen verwirrend, weil ich bin jetzt praktisch falsch rum durch den Park gelaufen. Eigentlich wäre man hier geradeaus runtergekommen, wäre dann oben wieder zurückgegangen. Macht aber keinen großen Umweg, weil dieselbe Strecke ist. Nur einmal in die andere Richtung. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Wanderung. Ich hoffe, die Tour hat euch gefallen. Der Mannebacher 111. Das ist eine sehr schöne Tour, die ich nur empfehlen kann. Wenn ihr mehr Infos wollt, unten in die Infobox klicken, da findet ihr immer den Link zum Traumschleifen oder halt zu den Wanderstrecken an sich. Ansonsten besorgt euch hier in der Region dieses Buch hier. Das ist jetzt die Tour 7 hier drin. Da gibt es ganz, ganz viele Strecken, die ihr hier wandern könnt in den Traumschleifen. Ja, ich hoffe, der Weg hat euch gefallen und ich würde mich über ein paar Kommentare und ein Like von euch freuen. Ansonsten, mein Resümee so ein bisschen, ist mal wieder was anderes gewesen. Keine Felsen, keine großer Bachlauf, an dem man vorbeiläuft. Hier ist wirklich viel Natur gewesen, viele Pfade über Felder, dann wieder Obstwiesen und so. Da war eine schöne Abwechslung dazwischen hier durch den Saargau, ein paar schöne Ausblicke und Aussichten. Ich kann die Tour nur empfehlen, gerade bei ja, schönem Wetter, und sage bis zum nächsten Mal bei Adventure Trails. Tschüss!